Stream so und Moment. So, erstmal möchte ich erzählen, worum geht's denn eigentlich? Und du kannst mir dann auch sagen, wenn mal jemand dazukommt, ne? Ja, klar. Ach, erstmal, ja, ich habe wieder eine neue Co-Kommentatorin. Du darfst dich gerne vorstellen, du kannst sogar dich nennen, wie du willst. Du bist hier im Internet. Okay, schön. Ich bin Sapi. Man sollte mich Sapi nennen. Ich bin 16 Jahre alt und ja. Und du möchtest jemanden grüßen. Nein. Okay, gut, dann möchtest du niemanden grüßen. Ich möchte meine Mitbewohnerin grüßen. Hallo Mitbewohnerin. Die merkt es voll. Keine Ahnung, vielleicht guckt sie zu. Sie weiß auf jeden Fall, was ich hier für einen Quatsch treibe. So, und zwar, was sieht man hier jetzt eigentlich? Und zwar, man sieht mich hier natürlich in der Kamera wie immer, und zwar stehend. Und ich habe keinen Controller in der Hand. Und diese Mit roten roten Streifen Striche. bedeuten, hä? Mit roten Striche. Mit roten Strichen. Und diese roten Striche bedeuten, dass ich selbst der Controller bin für diese Session. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Ich sage einfach nur, ich benutze Kinect, um diesen Stream diesmal zu steuern. Oder zumindest um Mario zu steuern. Bis auf die Oh, da Ta sind ein paar. Oh, schön, schön. Gut, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, fangen wir an. Ich muss jetzt nur noch den Emulator starten und dann werden meine Bewegungen ins Spiel übertragen. Und zwar, fangen wir mal an mit den Basics. Also, wir möchten, dass Mario läuft. Und dann versuche ich ihn einfach mit Kraft meiner Gedanken zum Laufen zu bringen. Natürlich. Ha! Magic! Hauptsache, du sagst du laufen und der geht. Ja, ich kann ihn auch zum Laufen bringen und zwar. Ha! Ah. Ist das nicht krass? Oh ja. So, das wäre die Basis fürs Laufen. Übrigens, wenn er zu mir laufen soll, dann, upsa, oder zur Kamera, dann mache ich die Hand nach unten und ich mache sie nicht nach hinten. Das bringt nichts. Ich habe nämlich die Steuerung schon, naja, ausgetüftelt und dabei bin ich auf gewisse Sachen gestoßen, die halt nicht funktioniert haben. Zum Beispiel, wie man halt, wenn man zum Beispiel die Hand nach hinten machen würde, um ihn nach hinten laufen zu lassen. Das hat was damit zu tun. Ich habe damit auch Bowser probiert. Und das hat nicht so gut geklappt. Da musste ich mich nämlich so im Kreis drehen. So, wie geht's weiter? Mit einem Sprung. Also ich werde nicht richtig springen, damit er springt. Das muss nicht sein. So, und er kann natürlich auch schlagen. Okay, das hätten wir auch. Und er kann sich natürlich auch hinknien. Tada! So, aber ich kann sogar noch was anderes mit diesem Sprung machen. Boom, Stampfattacke. So, damit hätten wir die Basics geklärt. Hat schon jemand was dazu geschrieben, wie awesome das ist, das mit Kinect zu spielen? Hallo? Hörst du mich nicht? Ja, besser. Na, ich hab gefragt. Hat Ja, jemand sorry, was? ich mache ein bisschen mit dem Chat. Und was schreibt da jemand? Du musst mir das sagen. Ja, die begrüßen sich gerade und sind sechs Zuschauer da. Okay. So. Na gut, falls mal jemand was dazu verliert, dass ich hier jetzt echt diesen Quatsch mache, dann wäre das schön. Ja. Moment. So. Und das Erste, was ich machen möchte, ist natürlich ein paar Sterne sammeln, weil das gehört irgendwie zu Mario dazu. Und mir flutscht das Mikrofon weg. Yippie. So. So. Ach, komm schon. Mario, geh in die Richtung, in die ich dich haben will. Wir werden noch eine Menge Spaß mit den Levels haben. Naja, mal schauen, ne? Vielleicht kriege ich die Steuerung noch so hin. Ich glaube, ich habe sie mal ein bisschen verändert, bevor ich diese Aufnahme gestartet habe. Und deswegen ist sie gerade etwas schwergängiger. Sollte sich das als Problem erweisen, würde ich eventuell nochmal. Und. Hopp! Hopp! Klappt doch!
Dann würde ich eventuell nochmal nachbessern ein wenig, damit's hinhaut. Hast du eh schon einmal gemacht. So, außerdem können wir die Kamera einstellen, indem ich die Hand so zur Seite strecke. Und... Ha! Ein Zuschauer fragt, wie kannst du das machen? Wo hast du die Sachen dafür gekauft? Erstens mal, ich kann das machen, indem ich... Oh, Scheibenkleister! Indem ich, oh, cool, Münze, meine Münze! Ich kann das machen, indem ich eine Kinect-Kamera benutze. Wer hätte das gedacht? So, und diese Kinect-Kamera ist an meinen PC angeschlossen über ein extra Kabel. Hm? Nee, ist bei einem Rattenauge, was ein bisschen... Ja. Na komm. So, jetzt muss ich nämlich dahin. Den Stern kriege ich. Das sage ich euch. Und komm schon. Ja. Ja, es kann passieren, dass hier einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und schon wieder. Aber dafür kriegt man ja auch ab und zu mal Münzen. Yippie. Komm schon. Ja, komm. Ja. Aber egal, es klappt noch nicht. Nein. Okay, ganz locker. Wir haben's noch. Wir schaffen's. Und bam! Erster Stern ist da. Yay! Nach 5 Jahren. Was? Komm, das ging da, also... Ja, okay. Für den Kinect-Stern ging das richtig, richtig schnell. Also, bitte. So, was braucht man noch dafür? PC, Kinect, ein Emulator, wie ich ihn gerade benutze. Und ich muss hier leider gerade mal auf Speichern klicken. So. Und, ja, was noch? Weiß ich nicht, so ein Adapterkabel, womit man Kinect auch an den PC halt anschließen kann. Moment, ich mach mal ein bisschen was, damit die Kinect-Kamera ein bisschen weiter runter guckt. Na, zu weit. Okay, das stelle ich jetzt mal kurz ein. Ups, Mario bewegt sich deswegen von alleine gerade. Ja, weil, jetzt wird ein zweiter Spieler erkannt, das geht gar nicht. So. Okay, ich soll eigentlich... Ich will... So, die Kamera ist jetzt eingestellt auf höher. Nein, das soll sie nicht sein. Okay, machen wir sie nochmal auf 0. So. Naja, gut. Ein bisschen tiefer kann sie noch. Minus 2. Sehr interessant. Ich werde als Cold Mirror abgestempelt. Ja. Ja, dazu hättest du die anderen Parts mal sehen sollen. Ach so, okay. Das hat Gründe. Da habe ich wohl eins verfehlt. So, okay. Ich habe die Kamera ein bisschen eingestellt. Das müsste jetzt eigentlich so hinhauen. So, wo wollte ich denn noch? Ah ja, ich wollte noch 2 Sterne auf jeden Fall woanders holen. Ja? Also, und was man noch braucht neben diesem ganzen Programmzeugs, neben diesem ganzen Hardwarezeugs, braucht man auch noch ein Programm namens Flexible irgendwas Dingsda-Bumster. Skeleton Toolkit, welches kurz einfach nur FAST mit 2 A genannt wird. Hüp. Ja. Ich will da lang. Komm schon. Okay, ich stell das nochmal um. Gleich müsste es besser laufen, wenn ich meine Gesten ein wenig anpasse. Und zwar will ich, okay, was haben wir hier? Nach vorne mit... 35 cm Abstand. Wir haben 9 Zuschauer. Oh. Nach unten war okay. 9 Zuschauer schon. Mensch. Da bin ich aber stolz drauf. So, ich stelle das nur kurz ein. Rechts machen wir 25 cm draus. Und dann müsste es eigentlich so hinhauen. Also beziehungsweise dann lässt es sich leichter steuern. So, ups. Ja, geht schon. Es spricht besser an. Mhm. Ups. So, und jetzt gehe ich nicht hier rein, sondern... eins also, dahinter. Ich gehe nicht da rein, aber... Okay, auf in die luftigen Höhen. Ich muss jetzt... So, das machen. Okay, jetzt wird's cool.
Jetzt darf ich schwimmen mit Kinect-Steuerung. Ach du Scheiße, das wäre ja kompliziert. Ja, es ist auch gerade ein bisschen... oh Gott, ich kriege hier keine Münzen. Ja, zum Glück kann ich ja gleich wieder auftauchen. Das ist doch ein bisschen komisch, so zu schwimmen, ne? Ja, es ist wirklich komisch, weil ich bediene ja hier jetzt bloß durch meine Bewegungen die Pfeiltasten. Nicht Pfeiltasten, die... Du weißt schon. Ja. Das D-Pad. Und das D bei D-Pad steht natürlich für Dick... Nein, für Directional. Mhm. Ich wollte da nur gerade einen She Wants the D-Witz drüber machen. Kennst du den Spruch? Nein. Ist auch nicht. Besser für dich. Okay. In deinem Alter. Okay, so und... Ja, ich habe tatsächlich Münzen gesammelt. Wuhu! Okay. Juhu! Ah, genau, wenn ich... Moment. Ah, shit. Wenn ich so mache, schwimme ich. Ist das cool. So, aber ich muss ja eigentlich noch woanders hin. Und zwar... Aber trotzdem, ich schwimme mal ein bisschen. Ich stoß mich ab. Das ist echt... Das sieht komisch aus, oder? Nein, wie kommst du darauf? So, geht im Chat irgendwas ab, oder? Ah, shit. Momentan nicht. Okay, gut, gut. Einfach zuschauen, einfach lernen, wie man hier sich zum Deppen macht. Okay, und ich will eigentlich nur diese Mütze und ich krieg sie nicht! Ach man, ab nach oben erstmal. Nehme ich erst eine andere Mütze. Da oben ist nämlich die Luigi-Mütze. Die kriege ich auf jeden Fall. Komm, schwimm ein wenig. Und ich muss nur noch ein Stück. Und ich bin ein Luigi. Mach den Luigi. Sulhase, das ist ein Live-Let's Play von Super Mario 64 DS. Also wollen wir nicht über ein Thema von Final Fantasy oder so reden. Dankeschön. Jetzt fängt der auch noch damit an. Also ganz ehrlich, ich habe mehr von dir erwartet. Oder es war jetzt so wirklich ein absichtlicher Troll-Post. Ich weiß es nicht. Kann auch sein. So, so, und jetzt können wir hier... Oh Gott, das muss ich ja... Jetzt muss ich ja schnell sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich hab Panik. Und ich schaffe es aber. Bam! Wie lange willst du denn streamen? Das kannst du doch am besten beantworten. Laut unseren Infos bis ungefähr... Viertel vor sieben? Warst ja, du? Richtig, richtig. Ja. Zur Seite. Genau, und so lange will ich das auch gerne mit Kinect machen, wenn ich genug Sterne finde, die ich so schaffe. Komm schon. Und ja, es war ein Troll. Ja, das dachte ich mir doch, weil das war so eine Sache, über die habe ich mich auch... Darüber habe ich auch schon ein paar Worte verloren, auch ihm gegenüber, und deswegen dachte ich mir, das war definitiv nicht ernst gemeint. Trotzdem bin ich auf dieses Thema nicht gut zu sprechen. Ich müsste da eigentlich auch nochmal meinem letzten Co-Kommentator, naja, obwohl ich hätte ihm rechtzeitig sagen müssen, dass das nicht in Ordnung ist. Habe ich das nicht vielleicht sogar? Ach, ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall. Hey, wir haben schon 2 Sterne. In dieser Session. Und das ging teilweise schneller als so manche Sterne mit Controller. Stimmt. So, jetzt werde ich erstmal versuchen, wenn ich schon mal hier unten bin, den nächsten Stern freizuschalten. Ja? Und ja, du hast es während den Streams erwähnt, sagtest du, Hase. Gut. Ja, auf sowas dann... Allen meinen zukünftigen Co-Kommentatoren möchte ich mit auf den Weg geben, bei solchen Themen nicht noch drauf einzusteigen.
So, erstmal nach oben. Und danach hole ich mir die Wario-Mütze und dann hole ich mir den Stern. Das ist echt ein geiler Sport. Normale Spiele mit... Ja, normale Spiele mit Kinect-Spielen.